Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der Hof Bergmann im Projekt Amos mit Patti und Paul. Hallo. 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 Patti, du hast schon wieder an. Was? Du fliegst schon wieder rum. Ja, lass mich fliegen. Paul ist wieder zurück. Paul, Grüße. Wie geht's dir denn, Paul? Hallo. Du wurdest schmerzlich vermisst. Der eine sagt so, der andere sagt was? Hallo. Ich muss und weg ist er. Ja gut, sehr gut. Ja. Hallo. Mir wurde jetzt gerade erklärt, wir müssen den Klee wegmachen. Wie machen wir den weg? Ja, Mähwerke dran. Und Mähwerke? Dann haben wir dann Grasklee oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, was machen wir da draus, Paul? Machen wir Kleeheu oder machen wir normal Klee? Das wäre meine... Wir können, glaube ich, auch Klee-Silage machen, wenn mich nicht anders täuscht. Aber lohnt das? Ich mache das Silage draus, BGA. Oder Futter oder was auch immer. Warte, lass mich gucken. Ich weiß nicht genau, was man draus machen kann hier auf der Map. Klee. So. Ich gehe mal davon aus, dass man ihn silieren kann. Ja, das wird dann sicherlich normale Silage. Also sprich in die Göwaldmeister. Ich wollte gerade sagen, Göwald-Action wieder oder was? Ja. Wir können es auch häckseln. Ab meinen Ladewagen und ab geht's. Ja, gut. Ich mache mich mal zum Mähen auf. Man kann auch im Häcksler durch. Muss man nicht mähen, das ist doch egal. Patti, was willst du lieber? Willst du Häcksler oder willst du mähen? Ich bin gerne Häckseln. Brauchen wir nur einen anderen Aussatz für, glaube ich. Nein, den haben wir schon. Steht in der Scheune. Ich würde gerne mal häckseln. Ich habe noch nicht gehäckselt hier auf der Karte. Ja, dann. Feel free. Ist schon ein Häckselwagen. Der Fan steht dann hoch 2. Hast du schon unseren wunderschönen gemieteten Traktor gesehen? Mhm. Das kannst du Geschwür nennen, aber nicht mein Valtra, ja? Naja, also ich sag mal so, ich finde den schöner als den Valtra. Wow! Und es wurde auch in den Kommentaren gesagt, endlich mal ein Deutz. Endlich mal was anderes ist wie nur End und dies und das und das ich gesehen. Die Leute hat es auf alle Fälle gefreut, dass wir jetzt mal ein Deutz hatten. Oder haben. Ich konnte mir schon vorstellen, auf welchem Mist der gewachsen ist. Ich auch meinen. Was soll das jetzt heißen? Oh, nix. Nix? Schon okay. Ich hab da nichts dagegen. Hey. Das ist doch relativ teuer zu auslösen, ja? Ja, das... Wir waren uns auch tatsächlich nicht sicher, wie und was und wo und warum. Also ob das überhaupt so klappt, wie wir das vorgestellt haben. Mhm. Abfahrer. Nee, das kannst du alleine machen. Du hast jetzt gerade Kraft gebraucht. Weil ich den Anhänger rausgezogen habe, weil ich im Häcksler nicht in die Dingens reinkomme. Aber ich bin kein LKW. Danke. Ich bin ja nicht so ein Unmensch wie Werner. Du wolltest sagen, du hast schon Luft geholt. Achso, ich soll mal liebe Grüße an den Yogi ausrichten. Ah ja. Ja. An den oder von dem? Aber ich kann auch gerne von dem Yogi ausrichten. Bin ja nicht so. Der Yogi hat sich bereit erklärt, mal anzuspringen, wenn der Paul wieder mal blau macht. Ist richtig. Ah, blau machen, danke. Aber wo bist du? Falsche Seite, scheiße. Um es mal mit einer Frage zu ziehen, die jetzt im Chat kam. Was kannst du eigentlich, Patti? Besonders viel hübsch aussehen. Ja. Besonders viel nichts. Man muss auch in diesen Dingen gut sein. Hm? Paul ist die falsche Seite zum Abtanken. Ja, das ist egal. Lass ihn einfach da stehen. Passt schon. Hey, bitteschön. Stehen lassen, nicht rollen lassen. Ich hab jetzt andere Sachen zu tun. Ja, bau die Kühe mal auf. Ist besser. Ich brauche erstmal einen Traktor dafür. So, hohohoho. Fett, komm mit. Jetzt kann ich es natürlich auch verkacken, aber wenn ich da ein Stück normales Gras ranmache, wird das nicht mehr funktionieren mit dem Klee. Werden wir es sehen. Doch, normalerweise springt es hin und her. Das sollte nicht das Problem sein.
kaum mit Wärme zu tun. So, Patti, ich wäre bereit. Moment, ich hole gerade die Gel, weil... Au, das hat gerade... Bist du jetzt alt, oder? Ach so, wie sich der Stich gerade im Rücken angefühlt hat, ja. Au, das tat weh. Aber wir haben aber auch das längste Rohr auf der ganzen Welt hier angestocken an den... Ja. Big XA. Paulus Schuld. Das ist wegen Mais. Wegen Mais wäre es gewesen. Alles gut, ich schaff das schon. Brauchst du das Ding jetzt echt mitten im Hof ab? Hier steht doch gut. Ich geht! Wir hatten das Geschwür hier angehängt. Was? Ja. Paul, ne? geh deine Kartoffeln ernten. Geh ab! Das ist langweilig, Werner, ja noch. Nö, ich bin das gewohnt, wenn du mit Party arbeitest, schon hier rumstehen, ist kann so mal. Wow, einfach nur wow. Werner, hast du Siliermittel aufgefüllt? Ich habe noch 26 Liter. Okay. Glaube ich. Aber das wird nicht weniger. Okay. Kann das sein, dass es bei Clay nicht so geht? Das geht relativ langsam weniger, wenn das tatsächlich braucht. Mach dich raus aus dem Traktor. Verschwinde. Mimi. Ja, da ist er wieder, ne? Drama Queen. Das braucht man ewig und dann da. Ich kann mich nicht erteilen. Entweder Göbel aufbauen oder. Komm, hier wird nicht gebummelt. Ich habe auf dich gewartet. Ich häng fest. Ja, hier wird nicht gebummelt. Was ist jetzt? Was ist jetzt hier? Ja, ich komm da schon. Baum und Ladewagen haben sich nicht vertragen. Das hat sich so gut gereimt. Und das zum Montag. Mein Gott. Habt ihr alle schön bei eurer Mutti Kaffeekuchen getrunken und Blümchen vorbeigebracht? Gestern. Ich hab schon was angerufen. Kommt das Wochenende dagegen, ja, ist es. Ah ja, okay. Hatte ich wieder extrem leise und ich weiß nicht warum. Ja, weil ich mein Mikro über Windows schon wieder leise gemacht habe. Das ist total gleich toll. Und ich werde dann wieder angemotzt in den Kommentaren. Der war nicht so leise. Ich immer so, Alter, ich hab nichts gemacht. Normalerweise summst er mir die Ohren voll. Halt, ich bin hier. Hallo. Geh doch mal weg. Nee, das sieht irgendwie nicht richtig aus. Wie denn? Naja, ich habe das Überladerohr durch den Anhänger durchgeschoben. Okay, cool. Aber anders hat er nicht überladen. Nee, ist okay. Alles gut. Anders was ist denn? Ist nichts passiert. Nein. Was hat er schon wieder angestellt? Ach ja. Ja, es ist schwierig. Vielleicht habe ich aber auch 0 Liter drin. Warum steht denn dann 26 da unten? Bei meinem CD-Mittel. Weiß es nicht. So, es wird nichts angezeigt, von daher. Ich gehe mal kurz CD-Mittel holen, Patti. Zack, tschüss. Haben wir was am Hof stehen? Warum sind die Mittel noch? Oh, stehen Haufen vielleicht Läuse. 1, 2, 3 Paletten rum. Okay, warte mal, dann drehe ich, dann setze ich nochmal an. Dann fahre ich aber gleich nochmal zum Hof. Mit der Ansetzung klappt das Rohr ein. Ja, weil ich das Mähwerk hier lassen möchte. Achso. Wenn du nichts kannst, fupsen kannst du, ne? Du kannst schon mal den ersten Probeball machen gehen mit der Göbel. Weil dann wieder sagt, ey, muss die Göbel wieder aufbauen. Die ist aufgebaut. So. Also. Heute läuft wieder mit uns, ja. Immer. So, wo haben wir denn das Limitel hingestellt? Ach Gott sei Dank sind die Kartoffeln in der ersten Wachstumsstufe. Party fahrt wieder über andere Felder. Ja, so nein, ist er. Nein. Ist der Limit auf Hof 2? Weiß gar nicht. Party hat das doch geholt, oder? Was? Hab ich schon das versteckt? Oh. Ach, geh suchen. Geh suchen. Super.
stand irgendwo auf dem kleinen Strautmann-Anhänger noch drauf. Das, ja, das wird wohl mit an der BGA stehen irgendwo. Glaube ich. Vermutlich, ja. Eventuell. Ah, vielleicht hat er das da in den kleinen Unterstand reingeschoben. Du fährst falsch, Patti, ne? Du fährst auch falsch. Naja, ich habe halt keine genaue Angabe bekommen von euch. Entweder an der BGA oder Hof 2. Such's dir raus. Ich fahr mal BGA. Ich glaube, die Chancen stehen größer, ja. Da war ich gerade vorhin noch. Hm. Genau da müsste es eigentlich auch drinstehen. Du müsstest es eigentlich selber wissen. Na, der Tor war zu. Guck mal gleich mal nach, ob das noch drin steht. Oder wie oder was? So, hier steht nichts. Nö, 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 nö. Es kann, wenn da nur hier drin stehen. Tada! Ich hab's. Und tada! Man kommt wieder nicht dran. Oh, ich muss da mal, ne? Also. Irgendwann besorgen wir uns mal so ein kleines Rangiertraktörchen für die BGA hinstellen. Wäre nicht die dümmste Idee, ja? Ja. Du fährst hier ein Schweine von der Bahn raus. Yay, ab ins Lager damit. Ich hätte noch ein paar Liter Schweinefutter, wenn du was zwischendurch machen willst. Nö, will ich nicht. Die Party irgendwas freiwillig machen? Also bitte nicht. Also, Paul, kannst du dir das einfach antworten? Ja, die Hoffnung darf man ja mal behalten. Ja, das stimmt. Hoffnung, zuletzt. Ja, eben. Aber sie stirbt. Oder in deinem Fall, sie ist schon weg. Die war nie da. Naja, ich komme zurück. Jetzt sieht's besser aus. Bist du zufrieden jetzt? Ja, jetzt zeigt das an, dass es dabei ist. Regieren. Ach, jetzt weiß ich auch, was die 26 war. Das war die maximale Anzahl, was reinpasst. Ja. So. Na? Ist eine runde Sache, Patti? Bis bald, ja. Na, na, na. Wächst das Klee wieder nach? Ja. Ist wie Gras. Einmal anbannen, glücklich sein. Wie Pappeln, wächst auch nach, wie Unkraut. Oh, Pappeln wäre doch auch mal wieder was Schönes. Ja. Muss ich jetzt demnächst auf der Marsch machen? Aus Hackschnitze? Mhm. Jagst du mit einem Hexer durch? Na, mal gucken. Mit so einem Cheater-Gewiss, 9 Meter. Die Bio-Bay, bist du irgendwie... Ich wollte auch mal fertig werden. Gut, dann 2 Bio-Bay. Mhm. Selbst mit 3 bist du nicht schnell. Das bleibt sich dasselbe, ne? Also. Ich erinnere da an so eine Aktion auf der Hofbergmann früher. Ja, naja, das ist also... Die frisch auf den Markt gekommen ist. Hm? Es hat auch die Presse gesehen. Eigentlich ganz cool, aber es gibt viele Maps, wo du die Hackschnitzel nicht in Ballen verkaufen kannst. Ein bisschen doof. Ist das Problem, ja. Nee, das war jetzt taktisch unklug. Warte, ich muss weiter ausholen. Ich stehe hier und nicht dort. Fakt ist, du stehst falsch. Fahr zu! Und mit der Walter kommst du auch nicht rum, weißt du? Gott, ich komm schon, das ist der Wagen, der zu groß und zu unwendig ist. Komm! Na doch! Wir fahren schon 15, das ist absolut okay für den Häcksler. Aber das Lebensmittel braucht da halt keinen Liter, ne? Nicht. Da ist immer noch ein Baum. Wenn da
ein gewisser Herr mehr Vorgewende gefahren hätte, würde das auch besser passen mit dem Drehen. Süß. Immer sind alle anderen schuld. Ah, jetzt hat er 0,02 Liter genommen. Ja. Der braucht nicht viel davon. Mhm. Das ist ja der Sinn der Sache, sonst bräuchte er ja alle 2 Hektar einen neuen Tank. Ja, wir fahren schon relativ mit hoher Geschwindigkeit hier rum, also von dem her. Ja. Ist ja egal. Viel Durchsatz ist deswegen trotzdem nicht. Es geht ja nicht um die Geschwindigkeit, sondern um die Menge. Muss es noch ein... Was haben wir jetzt für einen Monat? Wir haben jetzt Mai, Juni? Ja, fast Juni. Mitte Mai, aber ist okay. Das halbes Monat plus Juni plus Juli. Ich muss jetzt noch 2,5 Monate mit meiner Seitenkonsole auskommen. Und dann bekomme ich endlich eine neue. Ah ja, hast du dir jetzt auch so ein Giga-Teil bestellt? Jein. Wir sind da in einer Kooperation eingegangen. Ah ja. Mit lseitenkonsolen.de. Wann bekommt der Rest vom Team eine? Gar nicht, weil ihr es nicht verdient habt. Deine ist nicht da, der andere fährt nur gegen Baum. Das ist schwierig, war ich. Party kommt wieder ins geschlossene Streik. Ja, das kann er ja. Das habe ich letzten Tag öfter von Party gehört, Streik. Stimmt, da war ja was. Der Streik wurde aber abgesagt, ja? Da findet ja nicht statt. Party hat sich schon gefreut, weißt du? Mich interessiert's nicht. Sag mal, wie viel Urlaub hast du eigentlich? Das ist einfach frei. Du bist gefühlt nur am Urlaub machen. Das ist kein Urlaub, das ist reine Ruhe. Das ist Ruhe, Erholungsphase von der Arbeit. Aber von was denn? Ja eben, wenn du nie arbeiten bist. Auch hier zu Hause am Rechner sitzen ist Arbeit? Also ich, ja, okay. Ja, ist ein Punkt. Ich erinnere mich noch gut an den letzten Arbeitstag von Patty. Da haben wir in ARK 2 Bosse gemacht. Oder 3. Weiß ich nicht mehr genau, was es war. Aber gut, das Telefon hat schon geklingelt nebenbei. Das muss man schon sagen. Ja. Bist du mal voll, Patty, oder? 67%. Jo, guck mal. Wird dein Telemittel auch weniger? Nee, nur weniger, wenn du mit der Pickup aufnimmst, ne? Nur wenn ich mit der Pickup aufnehme. Ja, ja, gut. Genau. Das ist so. Ne. Ich wundere mich gerade ab den dunklen Spuren hier im Feld, aber da ist ja mal jemand reingerauscht. Da war was. Ja, das ist... Da war's schuld. Ist auch immer ein anderer Schuld. Ich hab's nicht aussprechen können, war schon der Fall, ne? Kennt man nicht anders. Vielleicht passen die das bisschen hier noch rein in den Wagen. Hm? Gucken wir mal. So, aber mit VCA ist das eine feine, feine Sache hier. Die BGA war übrigens komplett leer, ne? Ja, das könnte gut sein, ja, ja. Wir hatten auch nichts mehr zum Reingeben. Weil die Silageballen waren noch nicht fertig gegärt. Jetzt sind sie fertig. Das Stroh hast du ja selber alles reingemacht noch, bevor du abwesend warst. Alles? Echt? Ja, also zumindest vieles. Und dann haben wir uns gedacht, nö. Ja. Heu haben wir ganz viel. Ja, aber Heu soll Heu bleiben. Oh, Fall. Was machst du? Fall. Das kam rüde. Passt halt doch nicht ganz alles rein. Ehrlich? Ja, nicht ganz. Warte, ich gehe ein bisschen was abkippen, dann komme ich wieder. Lad doch einfach alles ab im Nochenfeld. Würde man jetzt eigentlich am Feld den Motor ausmachen, wenn man keinen Abfahrer hat? Eigentlich ja, ne? Das kommt jetzt drauf an, wie lange du voraussichtlich warten müsstest. Naja, alles über 5 Minuten würde doch... Ja? Ja, du musst halt auch den Motor kalt laufen lassen, theoretisch, wenn du ihn abstellen willst.
Ja, das Problem ist dadurch, dass er hier keine bei der Bürwahl ist, kann die nicht weiterarbeiten. Also der den, wie sagt man, das Gerät an sich abschalten würde man mit Sicherheit, aber den Motor würde ich zumindest nicht ausschalten. Okay. Weil wir wissen alle, was mit einem Turbomotor, der unter Volllast läuft, passiert, wenn man ihn danach gleich abstellt. Dude! Ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber Schaden. Gutes ist Wetter. Schon gut. Dolle. Während wir hier noch ein bisschen auf Party warten, der hat ein bisschen zu tun am Hof, sind wir fertig für heute. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Kleiner Programmhinweis in eigener Sache. Morgen Abend am Dienstag, meine Damen und Herren, startet der neue DFV auf Twitch. 20 Uhr gerne mit dabei sein. Wir sehen uns am Mittwoch wieder hier auf der Hofbergmann. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi, bye bye. Tschüss. Tschüss.